like. So, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Minecraft-Stream, liebe Leute. Wir haben es endlich geschafft, wir haben 3 Wither-Köpfe. Also wir haben wirklich sehr lange gefarmt im Nether. Wir haben jede Burg dort aufgesucht, nach diesen schwarzen Wither-Skeletten gesucht. Haben es auch jetzt Gott sei Dank gefunden. Jetzt sind wir bereit, mal einen Wither zu spawnen. Und ich würde sagen, es geht los. Switch ich mal zu. Und so. Später wird dann noch einen gefunden. Ja. So, hallo Harax. Kann man das jetzt mal. Ich hab's Bock drauf. Warte, muss erstmal ein bisschen Inventar sortieren. Eisenspitzhacke brauche ich nicht. Brot, goldenen Apfel. Die Pfeile brauche ich ja auch nicht drin. Goldenen Apfel, wie viele goldene Äpfel hast du denn? 5. Meinst du vielleicht einen Stack Pfeile aus? Hoffen wir's mal. Wenn nicht, dann rennen wir einfach weg. Also Wither hat wirklich sehr viel Leben. Ich habe gerade auch nachgeschaut. Er hat wirklich sehr viel Leben. Okay. Und es wird nicht leicht, den zu töten. Und ich glaube, Yasi, deine Unterstützung brauchen wir auch. Okay. Jasmin probiert gerade nochmal in Minecraft reinzukommen. Es hat leider ein paar Probleme. Ja, was machen wir bis dahin? Ich werde jetzt so ein Pentagramm umbauen. Ein Pentagramm. für Pfeile brauchen wir. Kann man die Pfeile nicht auch irgendwie verzaubern? Also ich weiß, dass wenn man den Bogen mit Feuer oder irgendwas verzaubert, Verbrennung oder Feuer, dass die Pfeile dann brennen. Kannst du mal einen Schusspfeil abschießen? Weil ich habe gar keine Verzauberung drauf. Ich hab aber auch kein Feuer, ich hab nur Stärke 3. Ich hab das Buch Schutz 3 dabei. Ach, ich Idiot. Jasmin, hast du nicht auf deinem Account ein paar verzauberte Bögen? Ja. Ali bräuchte noch einen verzauberten Bogen. Mhm. So, Jasmin ist auch da. Slash TP. Warte. Ja, ich bin so aufgeregt. Ali? Ja? Hast du schon mal wieder getötet? Aber... War noch das Tag, weil... das war jetzt fail. Bitte? Ich habe ja auf meinem Server Lucky Blöcke. Und da ist halt eine 50-50 Chance, ob was Gutes droppt oder was nicht Gutes. Vielleicht kennst du Lucky Blöcke? Nee, das sagt mir nichts, aber hört sich interessant an. Das sind halt so Blöcke, wenn man draufklickt, dann hast du eine 50-50 Chance, ob was Gutes kommt oder was Schlechtes. Wenn was Gutes kommt, bekommst du halt OP-Stuff, ein Beacon, Diamanten, Geld, irgendwas. Es kann Wither spawnen, es kann ein Skelett spawnen. Es kann einfach alles spawnen, was selbst nicht so schön ist. Oder ein einfaches Plot verschwindet, das Plot wird geklärt. Gibt so viele Sachen. Ist wirklich nice. Ja. Und da sind schon manche, haben wir wirklich mal ausgiebig getestet, wie die Prozentchance ist. Also ich habe gesagt, die machen 200 Tests, also 200 Blöcke. Jeder klickt einen an und dann gucken wir, was da so rauskommt. Und dreimal kam Wither. Die sind wirklich schwer zu besiegen, selbst im Game Mode. Weil die greifen einfach alles an. Okay, wird interessant, ich habe hier endlich schon so ein paar Dinge aufgestellt. Müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht ins Wasser reinfallen. So, direkt mal. Der fliegt so sehr hoch, der Wither. Deswegen kommst du her? Was sind du eigentlich aus den Wie viele verzauberte Bögen hast du denn? Was sind 2 verzauberte an? Rüstung anziehen. Pfeile konnten alle, oder? Bögen baut man nur die verzauberten oder andere? Ja. Nur verzauberte. Welche Blätter haben wir gefahren? Ich bin gespawnt. Ich glaube nicht, dass das so viel ausreibt. Der Ebenschock, der übertreibst jetzt ein bisschen, oder?
Sehen wir gleich. Ich weiß es von der 1.8, aber bei der 1.13 frag mich nicht. Als ob die das da umstellen. Jasmin, komm, wenn es funky ist. Ich geb dir gleich die Lippe, mal. Warte, jetzt. So, Rüstung zusammen. Gut. Rüstung, warte nicht. Setz ich mal den Kopf. Nein, jetzt warte. Yasi, komm ich den OP-Bogen? Hätte ich mir aufgelegt. So. Hätte ich mir aufgelegt. Nein, ist egal. Aber ist es denn nicht für mich? Wir haben nicht vor zu sterben. Und wenn ich sterbe, dann kann ich schon. Wir sind einfach weg, aber also sonst sammelt jemand deine Bruder ein. Was Essen hast du? Goldäpfel, wie viel Goldäpfel hast du? Ich hab 5. Ali. Gut, ich hab Jasmin 2 gegeben. Ich hab jetzt auch 5. Genau, Jasmin bekomme ich den verzauberten Bogen. Ich kann ihn besser schießen. Was hast du denn in 5 Verzauberung drauf? Schlag 2 Stärke 5. Das ist nicht so gut. Stärke 5? Das ist doch krass, oder? Tja, ja, sie braucht schon einen Bogen. Ich hab einen. Du hast einen. So, lass mal loslegen. Okay, seid ihr bereit? Bereit? Ja. 3, 2, 1. So, ich würde mal sagen, wir fangen nochmal an. Seid ihr bereit? Nehmt mal einen Goldapfel. Ich hab schon einen gegessen, also ich bin schon mehr als bereit. Okay. Okay. Oh. Wow. Alter, ich hab den mal an. Ne, da muss ich erst. Achso, der spawnt noch. Achtung. Jetzt. Ach. Buddy joined your channel. Der hat's auf dich abgesehen. Ja. Eieiei. Ja. Ist echt schwer zu treffen. Ich hab den schon peinlich gegeben. Der hat aber richtig das Leben verloren. Okay. Der hat wirklich 100% auf dich abgesehen. Und es leckt bei mir heftig. Alles um die 20 FPS. Alter, was geht denn jetzt ab? Ich brauche jetzt dringend mal. Jetzt regnet's. Du hast wahrscheinlich gespawnt, das hab ich abgesehen. Das leckt bei mir. Ich brauch dringend einen Goldapfel. Gib mir bitte schon einen Goldapfel. Hier liegen überall welche. Der regeneriert sich wieder. Ja, das leckt ja heftig. Flash gleich, hey. Oh mein Gott. Und wir haben Netherstern. Ich hab Netherstern. Nice. Alter. So, liebe Leute, das haben wir uns erst einen Ritter mal gekillt. Das war schon. Das war ziemlich krass. Also ohne die Goldäpfel wäre das ein bisschen. Guck die mal die Umgebung. Warte, ich schau gleich. Was für Schaden der gemacht hat. Buddy left your channel. Wie viel Pfeile habt ihr denn verschossen? Ich hab circa 55 Pfeile. Verschossen. Und den Rest hab ich im Schwert gemacht, weil. Der hat sich einfach so schnell bewegt. Alter, da hat er wirklich die ganze Gegend. Ja, nächstes Mal spawnen wir den in unserem Haus. So, craften wir einen Beacon damit oder was können wir damit machen mit dem Netherstern? Nur einen Beacon, oder? Da würde ich mal einen Beacon machen.
Ja, schaut mal einer, wie man den geschafft hat im Beacon. Ich glaube, drei. Ja, einen Moment. Ja, eine Pyramide aus Eisen oder aus Dias, glaube ich. Ja, dann, ja. Was? Wie man den Beacon craftet. Und also ganz unten drei Obsidian, in der Mitte den Netherstern und rundherum Glas. Ganz unten drei Obsidian, ja? In der Mitte den Netherstern und dann oben herum umgedrehtes U aus Glas. Krass. Stell dir mal vor, dass also auf, so wie auf den City-Bild ja teilweise richtig viele Beacons sind. Das ist ja fast unmöglich. Dass du das in Survival schaffst. Irgendwas greift mich gerade an. Der Komboren ist nochmal, oder? Seht ihr das, wie das? Seit welcher Version gibt's denn eigentlich denn wieder? Ich muss hier schnell weg. Aber auf 1.8 gibt's noch auch, oder? Auf 1.8 gibt's noch auch, genau. Also auf meinem Server gibt's noch wieder. Ich glaube, es leckt sich wegen den ganzen Hühner. Mhm. Ich habe jetzt drei Stacks Hühner. Also. Machst du mal von der Hühner? Ja, ich probier mal richtig viele Hühner zu töten. Jasmin hat die ja vermehrt wie sonst irgendwas. Wo sie auch immer die ganzen Samen dafür hat. Ja, zum Füttern. Kannst du mir den Netherstern geben? Dann kann ich den Beacon craften. Ja? Machen wir gleich. Ich hab nur gegen die Lags da ein paar Hühner da vernichten müssen. Geht's jetzt schon besser? Bisschen besser. Naja, ich bin bei der Brücke. Warte einfach. Ja, ich komm schon. Ich seh dich eh. Oi, oi, oi. Und so halt deine Eierwurst hast du nicht. Also bei mir leckt's wirklich kräftig. Ja, bei mir. Ich glaube bei jedem auch. Ich hab 51 auf 50 FPS. Nice. Wie viel Fehler ich habe. So eine Hühnchenfarm, die hat mir schon ausgesorgt. Jo, ich droppe da mal den Netherstern. Ja, ich schaffe mal ein Ding mit dem Beacon. Oh, guck, ich habe sogar ein Rezeptbuch drin. Ne? Schaffen wir den oben auf die Google. Mhm. Also ich crafte ihn, dann droppe ich ihn dir und dann kannst du ja. Wir haben ja genug Eisenblöcke, ne? Können wir ja Federfall machen oder was? So, Obsidian, wo haben Obsidian? So was Cooles, mal das schwerste Item in Minecraft zu craften. Was Obsidian habe ich auch ein paar. Also in der großen Festung. Aber in welcher Kiste ist denn der? Ach, ja, mal. Obsidian, wo ist Glas? Und Glas. Hier das Gummi rein. So. 3 Obsidian. Widerstand. Glas, 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 Glas. Und herzlichen Glückwunsch, ein Leuchtfeuer. Wie? Was für ein. Ich hab ein Beacon. Ein Beacon? Ja. Soll ich hochkommen? Kann ich noch den Zuschauern zeigen. Ist ja wirklich nice. Ich hab zum ersten Mal ein Beacon gecraftet. Oh nein, die ganzen Dinge. Pass auf, dass es in der Nacht ist. Komm ganz hoch. Dann klatschen wir komplett drauf. Ganz hoch. Mhm. Glaubst du, packen wir den Ender Dragon? Ja. Wenn der wieder so leicht war, dann glaube ich, dass der Ender Dragon auch. So leicht. Naja, wir können Schaden bekommen. Das ist die Mitte. Zack. Jetzt kann man drunten ja Eisenblöcke dran packen, damit er leuchtet. Wie viel müssen wir denn dran packen? Beim Eimer rundherum, also ich würde 1, 2, 3, 9 Stück brauchen wir. Sollen wir den Pyramiden machen? Warte, bauen wir wieder ab, wenn das geht. Ich habe Angst, ihn abzubauen. Kann man Beacon überhaupt bauen? Ja, klar. Ja. Geht's mal ragt auch? Ja. Nächstes Mal gegen die Eisenblöcke. Eisen und oder Diablöcke. Eisen oder Diablöcke. Wir brauchen 9 Eisenblöcke. Eisenblöcke. Wie viele Dias haben wir denn noch? Vielleicht können wir es gerne mit Dias machen.
Machen wir es mit Eisenblöcke, dann leuchtet ja auch. Aber man kann nicht beides nehmen. Weiß ich nicht. Okay, wie viele Eisenblöcke brauchen wir? 9? 9. Mit Gold müsste es auch gehen, oder? Gold? Weiß ich nicht. Also ich habe es nur mit Eisenblöcken gemacht. Ich habe auf meinem Server eine Disco, falls du mal gesehen hast. Nee. Kannst du nachmal anschauen. Ich habe eine Pyramide bauen. Nee. Mach einfach mal noch drei Stück dran, fertig. Jetzt. Siehst du? Was? Den Nachbarn heimleuchten. Wo sind die Steine hier? Kannst du die wieder hier hinmachen? Ja. Und da. Und ich bin. Siehst du es? Haben wir. Wir haben ja Farbstoff in der Glas. Welche Farbe hättet ihr gerne? Achso. Ja, wir können auch die Farbe wechseln mit Gläsern. Ich weiß nicht was. Wir haben ja genug Glas, wir haben Farbstoff, ich würde mal rot probieren. Oder schwarz. Und da braucht man so einen Tintenbeutel. Haben wir noch einen Tintenbeutel da? Hier müssten sie sein. Warte, da haben wir schon was geleistet mit unserem Häuschen hier. Mega aus. Jo, nachdem das hier erledigt ist, ein bisschen hoch, damit wir das besser betrachten können, im gegenüberliegenden Berg, das was wir hier so gebaut haben, alles im Survival mitbieten, ist echt cool. Ich habe es nie so lange ausgehalten, Minecraft zu zocken auf Survival. Das ist unwieder mehr. Ich habe es nie so lange ausgehalten, Minecraft auf Survival zu zocken. Cool wäre noch ein Unterwassertempel, obwohl der eh nicht so spannend ist. Dann ein bisschen Gold abfahren, Goldblöcke, also da geht es mir eher um den Boss zu töten. Dann noch Elytra finden, dann den Ender Dragon und dann haben wir das eigentlich auch abgehakt, das Thema Survival Spiel. Vorerst mal. Vorerst. Ja. Also, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Haben wir einen Tintenbeutel? Kann ich einen haben? Kommentierst du, wenn es da drin ist. Doch, ich habe einen. Hm? Wie viel XP ist Sonne im Fall? Verstehen. Ich habe schwarzes Glas. 25. So, ich probiere mal. Wenn man noch rotes Glas, da kann man ja so ein dunkelrote machen. Ja, du musst eben stehen auf. Ich schmeiß es dir vor dir. Tut mir leid, Leute, wegen dem Lex. Das werde ich. Ja, am PC was halt mir aufsetzen müssen. Jasmin. Ich war auf 32. Hallo? Du tötest mich? Ich bin nicht drin. Sieht nice aus. Ich brauche nur. Hey. Ja. Ja, auf meine Hose.
Da, das reicht jetzt. Halt. So, dann war's das mal für die Folge. Wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss.